Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach keine Bullen mehr bekommt im Online-Modus. Ja, das ist wirklich ganz einfach und geht auch ganz schnell. Ja, dafür braucht ihr einfach nur eine Kosatka. Und ihr solltet schon die Vorbereitungsmission gemacht haben, damit ihr an die Planungstafel dran könnt. Ja, wenn ihr das habt, dann können wir auch schon direkt reinstarten. Als allererstes müsst ihr eure Kosatka anfordern und euch als CEO registrieren. So, ist dann eure Kosatka da, dann gebt euch einmal dorthin. So, dort angekommen, begibt ihr euch einfach zum Planungsbildschirm. Dann geht ihr einmal auf die Ausrüstung mit R1. Wenn ihr dann auf den Ausrüstungen seid, dann geht ihr auf Waffenarsenal und startet einfach die Mission Verschwörer. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also ab jetzt seid ihr auf wie. Also ab jetzt bekommt ihr keine Polizisten mehr. Ist halt so ein kleiner Trick, wenn ihr in dieser Ausrüstungsmission drin seid. Ja, ich begebe mich einmal zu einer vielbefahrenen Straße, um euch das einmal zu demonstrieren. So, dann werde ich es einmal kurz demonstrieren und euch einmal zeigen, dass ich jetzt keine Kosten mehr bekomme, egal wie oft ich jetzt rumschieße. Ja gut, der Trick, der hat so seine Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind auf jeden Fall ja, dass ihr keine Bullen halt mehr bekommt. Und ihr könnt euch auch alle eure persönlichen Fahrzeuge anfordern. Ihr könnt euch auch euren Jet anfordern. Und ja, ich denke mal, so für die PvP-Spieler, so unter euch, ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil ich weiß, es gibt nichts Ätzenderes als die Bullen, die ja bei jedem Kampf dazwischen grätschen. Und ja, das, was ihr halt nicht machen könnt, ist, glaube ich, Job-Teleport. Das geht meiner Meinung nach nicht. Also meinem Wissen nach. Und ja, das war's auf jeden Fall schon, Leute. Ich hoffe, das Video, das hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.